Ja, mein Name ist Ben Jetzt und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Und ich habe gesagt, ich habe eigentlich keine Lust mehr auf Bühnen zu gehen, aber ich bin heute hier konkret, um etwas mitzuteilen. Und zwar, die nächsten Steps sein werden. Die nächsten Steps, wir befinden uns ja inzwischen in Phase 2. Phase 2 bedeutet, wir haben es nicht nur bis zur WM geschafft, wir sind sogar während der WM hier. Sind hier Fußballfans? Ich bin auch Fußballfan, aber was ich toll finde, obwohl Deutschland, glaube ich, gerade zu Ende gespielt hat, gab es Leute, die gesagt haben, es gibt etwas, was mir wichtiger ist, als wenn Deutschland spielt, nämlich der Friede in diesem Land. Finde ich super. Finde ich super. Und das heißt jetzt nicht, dass man immer, wenn Deutschland spielt, auf eine Mahnwache gehen muss oder aus Protest gegen Fußball muss man auf Mahnwachen gehen. Man kann auf Mahnwachen gehen und Fußballfan sein. Sport kann natürlich auch ein Symbol sein, was verbindet, aber beim Fußball ist es eben ein bisschen so, dass Mannschaften gegeneinander spielen. Na? Und wir sollten, wenn wir uns als Menschen verstehen, nicht gegeneinander spielen, sondern wir sollten Fußball auch vielleicht so verstehen, dass man miteinander spielt. Dann gewinnt der, der besser gespielt hat oder der einen besseren Tag hatte, aber die Gegenseite muss nicht vernichtet werden, sonst gäbe es keinen Fußball mehr. So sollte man auch mit anderen Völkern umgehen, man muss die nicht vernichten, man kann vielleicht mal in irgendetwas besser sein, man kann die besseren Autos bauen, dafür sind die anderen Menschen herzlicher und bauen den besseren Rotwein zusammen und deswegen kann man auch miteinander was machen. Ne? Das ist auch die Botschaft. Und manchmal ist es so beim Fußball, dass vielleicht eine Mannschaft verloren hat, aber man fand, dass sie den interessanteren Fußball gespielt hat und das kann man dann auch sagen. Also wir sind in Phase 2, weil wir bis zur WM gekommen sind und wir müssen jetzt nur noch eines schaffen, wir müssen die WM überleben und da bin ich total zuversichtlich, dass wir die WM überleben wollen. Ich bin voller Heiterkeit. Ja. An dieser Stelle etwas, was ich wirklich sagen muss. Gestern in Leipzig war ich nicht dabei, aber das war wirklich ein Eigentor. Und zwar von irgendwelchen verstrahlten Menschen, die einfach ein Auto angezündet haben. Freunde, wenn man auf eine Mahnwache geht und Probleme hat mit denen, von denen man glaubt, dass sie auf der Mahnwache seien, dann kann man doch nicht ein Auto anzünden, das ist doch ein gewalttätiger Akt. Ja, kann man nicht machen. Dann hätte man das Auto vielleicht blau-weiß besprühen müssen mit riesigen Taubenkacke. Zu sagen, das ist eine Taube, die für den Frieden steht und ich finde euch kacke, aber ein Auto anzünden, das ist jetzt ein bisschen ungeil, also unoriginell muss man dazu sagen. Und das, was jetzt vielleicht auf der Seite, ich nenne sie gar nicht Gegenseite, was dort jetzt gedacht wird, ist, dass wir jetzt die Faustballen denken, euch geben wir es. Und genau das machen wir gar nicht, wir nehmen euch in die Arme und sagen, wir verstehen das, was ihr da gemacht habt mit diesem Auto anzünden als Geste, ihr wollt mit uns reden, wir sind bereit. Hey, wir sind sowas von bereit, ja. Der Einzige, der hier einen Schaden erlitten hat, ist der Autobesitzer, weil im Grunde genommen habt ihr wieder eine Versicherung reicher gemacht und jemand kauft wieder ein neues Auto. Ist es das, was ihr haben wolltet? Ich glaube es nicht. Also da müsst ihr euch etwas Originelleres einfach überlegen. Aber wie gesagt, das, was man bei uns jetzt als Reflex vermutet, weil man das in sich selber kennt, nämlich dass wir sagen, und jetzt zünden wir euch auch ein Auto an oder euch geben wir es jetzt. Für diesen Quatsch haben wir gar keine Zeit. Da haben wir gar keine Zeit. Ja? Weil das ist ja quasi eine Art Angriff und wenn wir auf den jetzt auch nicht friedlich reagieren würden, dann wären wir ja praktisch genau das, was ihr bei uns vermutet, dass wir gar nicht friedlich sind. Aber obwohl ihr ein Auto von uns angezündet habt, bleiben wir friedlich. Das ist doch eine Geste. Wir bleiben friedlich. Habt ein Auto angezündet. Hallo und wir bleiben friedlich. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, ich reiche denjenigen, die Autos anzünden und gegen Mahnwachen protestieren, den reiche ich meine Hand, die rechte oder die linke, können sich auslegen, wie sie wollen. Die können auf diese Bühne gehen, ich bin da bereit, über andere zum Dialog, weil dass die andere Seite Autos anzündet, hat damit zu tun, dass sie Angst hat für irgendetwas, was hier stattfindet. Und wir können ihnen diese Angst nur nehmen, wenn wir in den Dialog treten. Sind wir bereit dafür, Freunde? Aber natürlich. Ja? Also auf gar keinen Fall auch jetzt auf die Foren gehen und sagen, guck mal, wie die sind und was die machen. Die sind und machen das, was sie immer gemacht haben. Das war vielleicht vor Jahren mal cool, das ist inzwischen nicht mehr cool. Die sind ein bisschen orientierungslos. Ich habe auch manchmal das Gefühl, die können mit zu viel Frieden nichts anfangen. Habt ihr auch das Gefühl? Ja? Ja, einfach Angst vor zu viel Frieden, die kennt sich nur in diesen Gegensituationen aus. Also da muss es immer jemanden geben, gegen den man sein kann. Und wenn der dann weg ist, ist man so ein bisschen in so einer Art schwarzen Loch und so. Ja, da weiß man gar nicht mehr, was man machen soll. Man hat sein ganzes Leben, war man so gegen jemanden. Jetzt, wenn der jetzt weg ist, was macht man denn dann? Wofür ist man eigentlich? Das hat man total vergessen. Hat man nie trainiert, wofür man ist. Also ich bin für den Frieden, ja. Und ich bin gegen Gewalt zum Beispiel, ja. Und da sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Thema, nämlich das Wort Frieden, was sich leicht spricht. Ich habe mir überlegt, es gab ja auch schon viele Revolutionen, auch in Deutschland gab es verschiedene Revolutionen. Und wenn diese Revolution, die wir hier gerade anzetteln, das ist ja so, ja, wenn diese Revolution Substanz haben sollte, wenn sie deutschlandweit ist, sie ist ja schon in der Schweiz, sie ist schon in Österreich, aber wenn sie europaweit für Furore sorgen sollte, dann gibt es nur eine einzige Chance. Diese Revolution muss eine spirituelle Revolution sein, sonst kommt das gar nicht.
Und das haben die meisten Leute überhaupt nicht verstanden. Ja? Wenn diese Revolution nur darin besteht, von anderen Dinge zu fordern, ja, die sie lassen oder tun sollen, dann hat das gar keinen Wert. Die Revolution kann nur im Kopf funktionieren. Es gibt ja diesen Spruch, der Glaube kann Berge versetzen. Und die Betonung muss auf kann sein. Und ich meine nicht den französischen Badeort, ja? Der Glaube kann nur dann Berge versetzen, wenn man es auch möchte. Also nicht nur, man muss es auch glauben, sonst wird das nichts. Und wenn du das wirklich glaubst, dann wird das, was du denkst, was du glaubst, in die Tat umgesetzt. Ich nenne das mal Oralchirurgie. Ihr kennt das aus, aus der Selbstheilungskraft des Körpers. Wenn du dir nur lange genug vorstellst, dass du krank sein musst, dann wirst du auch krank, aber niemals gesund. Wenn du dir intensiv vorstellst, dass du eigentlich alles in dir hast, um gesund werden zu können, dann ist es eine wesentliche Hilfe, Freunde. Ja? Und wenn wir an den Frieden rankommen wollen, ja, dann dürfen wir uns nicht auf die gedanklichen Experimente einlassen, in denen wir schlecht über andere denken. Wir sollten gut an uns denken. Wir sollten zu uns gut sein und wir sollten alle die Dinge unterlassen, die schlecht sind, die andere schlecht machen. Wir sollten doppelt so gut sein. Weil ich glaube, es ist so, dass, wenn wir uns das global anschauen, es sind ja im Grunde nur eine Handvoll Menschen, die ein wenig verstrahlt sind, nennen wir sie mal Tumorzellen. Aber die meisten von uns sind doch gesund. Und ich glaube daran, dass gesunde Zellen die Fähigkeit haben, sich schneller zu teilen als Kranke. Daran glaube ich. Ja? Alles, was wir machen müssen, als gesellschaftlich gesunde Zellen ist, wir müssen uns einfach schneller teilen. Und das machen wir am besten durch Kommunikation. Kommunikation bedeutet aber auch Solidarität. Und Solidarität ist nur dann solidarisch, wenn aus Solidarität auch Solidarität wird. Wir müssen eine Tat hinten dranhängen, sonst ist es gar keine Solidarität. Es sollte Solidarität heißen, Freunde. Ihr solltet Solidaritäter werden. Jeden Tag eine solidarische Tat, das wäre Solidarität. Das ist Phase 2. Phase 2 heißt nicht darauf zu warten, dass jemand anders es tut, der dafür zuständig ist. Und das bedeutet, dass für mich hierher zu kommen. Ich werde immer hierher kommen. Mit oder ohne WM. Ob ihr da seid oder nicht da seid. Das heißt, ich gehe hier auf gar keinen Fall mehr weg. Und ich mache es nicht davon abhängig, ob andere auch da sind. Und nicht hier weggehen, ja, das ist ja ein Symbol, bedeutet, ich bin jetzt für die Dinge, die in diesem Land nicht in Ordnung sind, selber zuständig. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal für unseren Herrn Gauck entschuldigen, der sagt, er ist auf der Seite, oder unser Land, Deutschland, ist auf der Seite der Unterdrücker. Das ist richtig, dass die meisten von uns als Bürger auf der Seite der, der Unterdrückten sind. Also er ist auf der Seite der Unterdrückten. Er ist der Unterdrücker. Deutschland ist ein Land der Unterdrücker. Deutschland liefert in 111 Staaten Waffen. Wir unterdrücken, Freunde. Wir sind eins dieser reichen Staaten, die unterdrücken. Das muss man mal zur Kenntnis nehmen. Und dann muss man sich die Frage stellen, wie man das findet. Ich finde das schlechter, das reicht natürlich nicht. Ja? Es gibt auch ganze Apparate, die uns unterdrücken sollen. Manche tragen Uniform, andere nicht, aber das wollen die ja gar nicht. Das ist dann deren Job, aber das ist gar nicht deren Job. Deren Job ist, dass wir zusammenarbeiten. Da drüben stehen die Leute in grün oder blau. Wir sollten intensiver zusammenarbeiten. Das sind nicht meine Feinde, die Kollegen von der Polizei. Ich habe sie bezahlt, das sind meine Freunde. Das sind Teile des Rechtsstaates. Ja? Und die haben ja, ich habe schon mal gesagt, die haben ja auch Familien, Väter, Kinder. Und die haben auch keinen Bock darauf, immer die falsche Seite zu schützen. Und das ist auch Phase 2. Wir müssen vollkommen aufhören, Feindbilder zu kreieren. Und was mache ich mit einem Gewalttäter? Ich hau einem Gewalttäter doch nicht eine rein, um zu zeigen, wie unangenehm das ist. Ich muss ihn in eine Art Therapie schicken. Und wenn wir es mit Menschen in dieser Gesellschaft zu tun haben, die gewalttätig sind, über die entsprechenden Tools, zum Beispiel Waffenlieferungen, Waffenverkaufen, Krieg oder Geld machen, was auch sehr gewalttätig sein kann, dann müssen wir uns Konzept überlegen, wie wir diesen Leuten nicht gewalttätig entgegentreten. Und das können wir nur gemeinsam schaffen. Ja, ich habe da kein Patentrezept. Aber das Schlimmste, was wir tun sollten, ja, und das Schlimmste, Dämlichste, was wir tun könnten, ist, dass wir damit einem gewalttätigen Reflex reagieren. Das wird diese Bewegung bitte auf gar keinen Fall tun, denn diese Bewegung hat nur eine Chance, wenn sie eine spirituelle Bewegung ist. Du musst bei dir selber anfangen, okay? Und jetzt könnte man sagen, was für ein komischer Trip ist der denn? Das ist gar kein Trip. Sei mal schon so drauf. Ich bin nie auf die Idee gekommen, dass es Geist ohne Materie geben könnte. Auf die Idee bin ich nie gekommen. Für mich war Materie immer geronnener Geist. Geist ist die Software. Und das ist Teil der Hardware. Und ein Computer ohne Software macht überhaupt keinen Sinn, Freunde. So einfach ist das. Ja?
Ich meine, ein Computer, bei dem, was er alles weiß, kann keine Macht über mich haben, weil er eben keinen Geist hat, okay? Wir müssen diesen Geist gemeinsam entwickeln. Und wir müssen verstehen, dass der Geist, der hier über diesen Platz geht, der geht über anderen Plätzen auch, wo Leute das Gefühl haben, dass irgendetwas nicht stimmt. Das stimmt eine ganze Menge nicht. Aber dass Leute hier sind, beweist, dass ihr Antennen dafür habt, dass das nicht stimmt. Ihr seid nicht dafür zuständig, sagen euch andere. Ich sage euch, ihr seid dafür zuständig, eure Antennen weiter auszufahren, auf Empfang zu schalten und zu senden. Dafür seid ihr zuständig, ja? Und es gab ja also Personen, die mich da sehr stark beeinflusst haben. In Berlin war das natürlich jemand wie Rudi Dutschke. Ein Applaus für Rudi Dutschke. Fantastisch, was der Mann gemacht hat. Ja? Oder aber auch in Afrika, ja, Thomas Sankara, wenn er bekannt ist. Ein Riesenapplaus für Thomas Sankara. Der Mann ist erschossen worden für das, was er gemacht hat. Ja? Oder hier ein Friedensaktivist im Nahen Osten, der ganz bewusst gesagt hat, ja, er sendet von irgendwo aus dem Mittelmeer, nämlich Abi Nathan. Ein fantastischer Mann, ein Riesenapplaus für Abi Nathan. Wenn ihr ihn nicht kennt, dann googelt das mal. Und Abi Nathan hat ganz bewusst gesagt, er sendet von irgendwo aus dem Mittelmeer, damit er keine Position hat, aber auf der Seite der Menschen. Und das sage ich auch. Wir senden von irgendwo aus Deutschland, von irgendwo aus Europa. Das ist nicht unbedingt, dass es Berlin sein muss. Natürlich hat diese Stadt einen Spirit, aber jeder, der irgendwo etwas zu sagen hat oder der eine humanistische Geste hat, sendet als Sender von irgendwo und ist ein Zeichen, dass wir überall sind. Natürlich treffen sich Leute heute hier, aber wir sind überall. Und das bedeutet überall, wo wir auf Menschen treffen, ja, wenn wir sie menschlich behandeln, dann werden sie auch menschlich reagieren. Und diese Bewegung kann nur erfolgreich sein, wenn sie eine spirituelle Bewegung ist. Ihr müsst euch jetzt immer wieder in den Kopf reinhauen. Vielleicht zwei, drei Sätze, nur kurz zu dem, was da draußen geopolitisch passiert. Mich hat jemand gefragt, ob denn im Schatten der WM irgendwelche schmutzigen Geschäfte laufen, ja, oder Machenschaften passieren in der Ukraine. Natürlich ist das so. In der Ukraine ist im Moment Krieg, da wird ein Krieg auf niedriger Phase gefahren, da werden Leute umgebracht, da wird Mord und Totschlag passiert da und das Ganze unter einer Faschistenregierung und unsere Regierung schaut weg, weil sie daran partizipiert, okay? Das dürfen wir nicht aus dem Gedächtnis verlieren, weil irgendwo scharf geschossen wird in Brasilien. Auch in der Ukraine wird scharf geschossen, nur wird das nicht übertragen. Warum eigentlich nicht? Weil unsere Medien inzwischen, ja, etwas tun, sie nämlich staatskonform berichten. Das hat mir heute Peter Wahl gesagt. Ich meine, der Chefgründer von der Attac hat es mir gesagt. Das Interview kommt dann. Schaut euch bitte die Interviews an, auch mit Herrn Rügemann. Bildung ist der Schlüssel, wir machen das für euch. Schaut euch das an. 90 Minuten lang Informationen. Ja? Und bildet euch anhand dieser Informationen eure eigene Meinung. Ich habe gerade eine Frau getroffen, die ist in Moskau geboren und war ein paar Mal auch wohl in der Ukraine und die war sehr traurig darüber. Und was ihr nicht machen dürft, ist, ihr dürft diesen Krieg, der im Moment in der Ukraine ist und dort tobt und angezettelt wird von verschiedenen Seiten, ihr dürft ihn auf gar keinen Fall persönlich nehmen. Denn eine Frage, die ich Wahl zum Beispiel gefragt habe, nach 50 Jahren aktiven politischen Kampf, und er war ja bei Attac dabei, der war ja bei Rostock mit dabei, wie er denn sich seine Heiterkeit bewahrt hat. Und er hat mir gesagt, das ist ein historischer Optimismus. Ich soll euch historischen Optimismus rüberbringen. Hey, seid ihr historisch optimistisch? Ja? Da drüben wird gelacht. Freunde, historischer Optimismus ist in dieser Stadt das A und O, sonst ginge ja gar nichts, oder? Also, wir werden, solange wir hier sind, ja, wir werden durch das, dass wir uns hier treffen, wir werden jetzt nicht den Krieg in der Ukraine verhindern können. Das erwartet auch gar keiner. Aber wir können damit zeigen, dass wir mit dem, was dort passiert, nicht einverstanden sind. Dass wir solidarisch mit denen sind, die das auch nicht möchten. Dass wir uns solidarisch mit denen erklären, die Opfer sind. Ich bin solidarisch mit den Opfern in der Ukraine. Ganz normale Frauen, Männer und Kinder, die Opfer werden von bösartiger imperialer Politik. Da bin ich solidarisch. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis auf was im Moment im Irak abspielt. Ne? Also das Interessante ist ja an der Irak-Berichterstattung, da wird jetzt, kann man ja überall rauf und runter, kann man jetzt ja lesen, im Irak herrscht ja Chaos und die bösartigen ISIS-Verrückten, die sprengen da rum und haben 2/3 des Irak übernommen und keiner kann sich das erklären. Und nirgendwo lese ich die Zeile, hat es vielleicht damit zu tun, dass Amerika und andere imperiale Kräfte und Deutschland durch Schweigen oder Waffenlieferung dieses Land im Weltkrieg II zumindest in die Steinzeit zurückgebombt hat und es danach keinen Marshallplan gab. Hat es damit zu tun, dass das Chaos im Irak herrscht? Oder vielleicht gar nicht. Es ist verrückt, nicht wahr? Wir machen ein Land komplett platt, bauen es nicht wieder auf, helfen nicht dabei und dann ist da immer noch Chaos. Wie sähe denn Deutschland aus, wenn man es nicht mehr aufgebaut hätte? Wäre hier auch eine Art von Chaos? Ja. Aber überlegt mal strategisch. Zum ersten Mal wollen Iraker, das Land wurde auf der Landkarte gezeigt, ja, also von kolonialen Kräften, das wissen ja viele gar nicht. Iraker, Iraner, Kurden und Türken mit den USA zusammenarbeiten. Da stellt sich doch ganz spontan die Frage, wer hat was davon?
Wem nützt es am meisten? Also diese ISIS-Truppen, dieses Chaos. Wer hat was davon? Ist das möglicherweise angeschoben, inszeniert? Oder will mir irgendjemand erzählen, ja, dass eine Gruppe von 8000 Leuten, ja, 2/3 des Irak übernehmen kann und das ist der CIA nicht aufgefallen? Ist das hier eine Märchenstunde oder was? Ja? Das ist auch imperiale Politik, Freunde. Erst teile ich die Menschen, dann bringe ich sie zusammen an einen Tisch und dann lasse ich sie für mich arbeiten in einer Sondersituation. Ich möchte an dieser Stelle schon mal eins formulieren. Die Amerikaner haben ja gesagt, sie möchten 2016 aus dem Irak komplett abziehen. Ich glaube, das klappt jetzt nicht, aus solidarischen Gründen. Da bin ich fest von überzeugt, aber ich habe nur so verrückte Gedanken. Ich denke langsam wie so ein Geopolitiker, so ganz verrückt, wie würde ich es machen? Ich würde es genauso machen. Ja? Und da habe ich gelesen, ja, diesen verrückten Rebellen sind irgendwelche Kampfjets in die Hände gefallen. Also mir würde das nicht nützen. Ich kann eine F-16 nicht fliegen, aber vielleicht hat einer von diesen verrückten Terroristen das in einem Abendkurs gelernt und bombardiert dann irgendwelche Städte. Möglich wäre es, oder? Oder hat er eine Ausbildung bekommen? Wer weiß das? Ja? Einmal, ich möchte mal fragen, sag mal, sind wir alle so blöd? Nein! Also auch das ist ein Krieg natürlich dort angeschoben worden. Diese Gesellschaft möchte gerne anders können, aber unser System muss immer mit Gewalt arbeiten. Und es hat einfach damit zu tun, dass auch im Irak, habe ich mir sagen lassen, hier die 2 größten Ölvorkommen der Welt sind. Es geht um Gas oder es geht um Öl, es geht immer um Bodenschätze. Und wenn wir nicht lernen, anders miteinander zu teilen, dann wird dieses kriegerische System uns alle hinwegfegen. Und aus diesem Grund hat auch dieses Land, diese Bevölkerung und diese Erde nur eine Chance, wenn sie einen Wandel macht. Und dieser Wandel muss ein spiritueller Wandel sein. Und das haben die meisten von uns eben nicht gelernt. Wie soll denn so ein spiritueller Wandel aussehen? Und wenn wir von spirituellem Wandel reden, dann hat jeder sofort eine Idee und denkt, ich glaube, ich gehe mal zu meinem Nachbarn rüber und erkläre ihm mal, wie er sich ändern muss. Nee, lass das. Nee, lass das. Der spirituelle Wandel muss in dir stattfinden. Deswegen die Rede, die ich jetzt hier halte, das ist die Rede an mich, Freunde. Wenn ihr sagt, das sind Gemeinsamkeiten mit mir, schön für euch. Das ist eine Rede an mich, okay? Das ist keine Rede an euch. Ich sage euch nicht, macht mal dies, lasst mal das. Eine Rede an mich, denn nur ich kann eine Chance haben in dieser Bewegung, wenn es ein spiritueller Wandel bei mir ist. Jetzt könnte man nämlich sagen, da bist du schon gewandelt genug, aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Warum nicht? Weil überall Mord und Totschlag herrscht. Auch in dieser Stadt gibt es Mord und Totschlag. Ich bin sicher, dass es auch heute wieder zu kleinen gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, weil irgendeine Mannschaft verloren hat. Da bin ich ganz sicher. Und wenn wir das überwinden wollen, dieses Muster, dann müssen wir darüber nachdenken, ob es andere Möglichkeiten gibt. Und die gibt es natürlich, hat Rüdiger Lenz ja auf dieser Bühne auch schon gesagt. Das ist mein Appell an euch. Wenn diese Bewegung überleben will, dann brauchen wir erstens ein kollektives Ziel. Und das haben wir auch, nämlich der 19. Juli. Das ist der erste Samstag nach der WM. Da sollen sich alle Mahnwachen in Berlin treffen. Das soll ich euch verkünden. Findet ihr die Idee gut? Ja? Also vielleicht hat auch einer keine Zeit und ist nur bei Chat zugeschaltet. Aber es ist ein Symbol. Ich weiß nicht, wie die Leute hierher kommen, aber es ist auch nicht meine Aufgabe. Aber eins ist mal klar, wenn jemand hierher kommen möchte, dann schafft er es auch hierher. Wenn jemand seinen Urlaubsflieger erreichen möchte, dann kommt er nicht zu spät. Wenn jemand eine Frau oder einen Mann, die hier verknallt ist, erreichen möchte, dann findet er auch zu ihr. Okay? Und wenn du vielleicht zufällig völlig vernarrt bist in den Frieden, dann schaffst du es am 19. Juli auf Fort Berlin, mein Freund. So. Und die Aufgabe, die wir alle da haben sollten, die ich für mich habe, dass wir bis dorthin versuchen, uns zu wandeln. Und zwar vor allem spirituell sollten wir uns wandeln. Wir sollten an uns arbeiten, uns überlegen, was wir tun können, um friedlicher zu werden. Wir sollten nicht auf Tricks reinfallen nach dem Motto, dafür sind andere Leute zuständig. Ihr seid für das zuständig, was in diesem Leben nicht funktioniert, und ihr seid auch für das zuständig, was funktioniert. Und ich glaube daran, dass wenn ihr wirklich etwas bewegen wollt, wenn ihr also diesen Berg versetzen wollt, ja, aber der Glaube kann ja Berge versetzen, dass ihr selbst der Berg sein könnt, der sich versetzt. Da glaube ich daran. Ihr könnt euch selber versetzen oder was völlig anderes tun. Ja? Und für mich ist dieser heutige Tag, wo dieses Deutschlandspiel ist, und da haben ja viele nicht drauf gewettet, dass hier mehr als 3 Leute kommen würden, für mich ist das ein Symbol. Fußball ist eine schöne Sache, Brot und Spiele sind eine schöne Sache, aber die Menschen brauchen auch geistige Nahrung. Sie brauchen auch einen spirituellen Wandel, sonst ist das alles nicht wert. Seid solidarisch mit euch selber, seid solidarisch mit denen, die nicht mit euch solidarisch sind. Seid nicht giftig gegenüber denen, die gegen euch giftig sind. Nehmt sie in den Arm, das ist die einzige Entgiftungsmöglichkeit, die ihr habt. Und werdet Solidaritäter, Freunde. Ja? Werdet Solidaritäter. Ich bedanke mich. Am 19. Juli in Berlin. Vielen Dank. Farbe frei.
Bevor ich vergesse, was ich euch auch unter anderem von Chaos oder Petram Chaljar sagen möchte. Wir haben so viele Dinge angesprochen, die uns nicht gefallen. Das eine oder andere wurde da auch formuliert, wie man das ändern sollte. Ich begreife das hier und überall in Deutschland als das, was wir schon mal hatten. Eine außerparlamentarische Opposition, eine APO. Die APO ist back! So. Und vielleicht spiele ich da auch eine Rolle, das muss gar nicht sein, weil ich bin ja leidenschaftlich gerne Reporter, aber jeder, der heute hier ist, ist Teil der APO. Bringt euch ein mit euren Ideen, denn ein Einzelner, wenn der wieder einzelne Ideen hat, dann wird das wieder die Idee eines Einzelnen. Wir brauchen wirklich jede vereinte Idee, denn erst gemeinsam sind wir der Spirit, um den es geht. Das ist der Unterschied. Wir brauchen jeden Einzelnen. Wer hat Lust, an dieser Bewegung mitzumachen? Hände hoch, mal eben. Ja? Wer traut sich nicht? Wer denkt, ich habe gar nichts zu sagen? Gibt es da irgendeinen, der sagt, ich weiß noch nicht? Freunde, da ist keine Hand oben. Ihr seid alle diejenigen, denen man erklären möchte, dass da alternativlos. Ihr seid alle Alternativen. Kann ich alle Alternativen mal sehen? Wo sind die Alternativen? Das ist der spirituelle Wandel, von dem ich immer geträumt habe, von dem ich immer geglaubt habe, dass er existiert. Und er existiert. Vielen Dank. Mein Name ist Jeps, meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Von Jeps, vielen Dank.